Ihr seid nicht die erwartete Verstärkung, aber ihr genügt. Die törichte Norm R hat die Geister hier unten aufgeschreckt. Dieser Ort hat eine Geschichte und ich will nicht, dass eure Ahnungslosigkeit uns umbringt. Dies war ursprünglich Charland. Die Menschen vertrieben uns und errichteten Askalon darauf. Vor über 200 Jahren eroberten wir unser Land zurück. Adelbrand, der König der Menschen, sah seine Soldaten fliehen, als wir durch das Tor brachen. Trotz der sicheren Niederlage weigerte sich der König zu kapitulieren. Rückzug? Ein Rückzug kommt nicht in Frage! Adelbrand zerbrach seine alte Klinge Magder und verfluchte Askalon. Ihr werdet mich nicht im Stich lassen! Die angreifenden Legionen wurden eingeäschert und die menschlichen Verteidiger wurden zu rachsüchtigen Geistern. Wir werden uns nie ergeben! Nie! Für Geister gelten die Lebenden als Eindringlinge. Sie zeigen keine Nachsicht und keine Müdigkeit. Nur blinden Hass. Adelberns Hass. Und jetzt ist er auf dem Weg zu dem toten König. Schöner Schlamassel. Wir folgen ihr. Sie sorgt für Ärger und ich will nicht, dass irgendjemand wegen ihrer Torheit stirbt. So. Mach schnell. Gut, ihr seid bereit. Genau, also am besten, je eher wir diesen narrischen Norm finden, ja? Desto schneller kommen wir hier weg. Genau. Vorne hier kommen gleich Särge, ich hab's schon mal gemacht. Und am besten immer den markieren, den ihr aufmacht, dann sieht man das relativ gut. Ah ja, okay, sehr schön. Und nicht zu nah an andere hingehen, sonst werden die gleich mit aufgemacht. Alles klar, weg. Ja. Ja. Adrenalin wird aufgebaut. Ich fühle mich stark. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man nicht alle Särge aufmacht, aber wir haben es das letzte Mal gemacht. Macht sie nieder! Auf mein Zeichen! Hey, die halten aber schon was aus hier. Wir sind an dem ersten gestorben. Ich bin wütend! Oh. Wir hatten sofort zwei gepult, das muss man dazu sagen. Und gleich mal nicht identifizierte Farbe kommen. Aber das machen wir später auf. Mal den markierten aufmachen jemand? Am besten einer der Platten. Fast voller Adrenalin. Stei ist ready. Auf Werbung. Mein Zeichen! Zwirbel. Sehr gut. Also wie man sieht, die Mobs sind relativ stark, ich wurde schon getötet. Oh ja. Ja, die machen echt so Schaden. Am besten einfach nicht mit Cooldowns geizen, dann schaffen wir das schon. Ja, ja. Haben ja endlos Zeit hier nach jedem Mob. Es verbrennt mich! Auf mein Zeichen! Soll ich mal 4? Ist jemand? Fürchtet mich! Genau, und wenn ich mich jetzt hier hinstelle und die nochmal in die andere Richtung 4. Ich merke, dass die 4 ziemliche Cooldown hat. Also muss alles aufmachen, oder? Schneller. Ich glaube schon, sonst geht die Tür nicht auf. Ich habe ihn markiert. Ich sehe keine Markierung. Oh, woher habe ich den Hammer? Okay, es laggt gerade, oder? Oder hier ist da einfach keiner drin? Okay. Das sieht manchmal, dass in manchen nichts drin ist. Oh, und manche explodieren. Da, Ziel identifiziert. Na gut, dann auf mein Zeichen. Genau, und später findet man sehr viele Felsen. Das ist auf jeden Fall lustig. Das war irgendwie was mit diesen Schaltern, gell? Ich bin genau, Hüten. Auch. Alarm und man kann sie natürlich auch super gut gegen die Elite-Mobs benutzen, weil die sich einfach mal pauschal 3 Sekunden lang nicht bewegen können. So, und dann haben wir. Auf mein Zeichen! Ich spüre den Adrenalinstoß!
Adrenalin wird aufgebaut. Da muss man halt auch immer gucken, was sie können, gell? Reflektiert geschlossen. Hm. Was man. Ich hab's gemerkt. Genau, für Messman natürlich total nervig. Ja, oder für Inji? Ja, für den Inji wahrscheinlich am allerschlimmsten. Okay, ich hab da. Oh. Genau, hier kommt jetzt der Torwächter. Ihr habt kein Recht, euch hier aufzuhalten. Okay. Also, auf mein Seite. Dicker. Ein Dicker mit Hammer. Ich pack mal die Chazooka aus. Okay, den man auch nicht fehlen kann. Wirklich, dass ich nicht überleben. Ah, verdammt. Da habt ihr noch einen zweiten gepult. Okay, wo kommt der her? Die spawnen manchmal. Ach, die spawnen manchmal. So, ja. Ihr steht gleich wieder. Also, ich werde durch die Gegend geschleudert. Ja, okay, mich. Das ist ja hart. Es geht zu Ende mit mir. Auf mein Zeichen! Ah, fuck. Ja, das ist zuerst den Kleinen hier weg. Mhm, genau, weil der Messmer reflektiert eben Geschosse und da macht halt lauter CC. So schaffen wir den Großen nie. Ich hab den Dicken an mir dran. Ja. Ich versuche ihn da festzuhalten, aber nee, der schleudert mich hier rum. Ich stand gerade eben ganz kurz wieder und naja. Kurz. Oh. Passt schon, Taco. Er hat auch Bolas geworfen. Er kann das auch. Taktikänderung? Ja. Ja, ja. Das ist eine Dungeon. Das ist ja Story Mode eigentlich. Eigentlich müsste es einfach sein, ne? Bleibst du mal hier. Auf mein Zeichen! Meine Hand ist drauf, halten allerdings nicht wirklich viel. Gewinne Adrenalin! So, also jetzt ist er erstmal dauerverkrüppelt. Aber sobald meine Klone explodieren, was sie bei ihm ziemlich schnell tun, ist er verkrüppelt. Das fühlt sich besser an. Am besten, wenn ihr Probleme mit ihm habt, einfach immer durch die Trittnägel locken. Ja, was ich tue. Ah, ja, klar. Ausgetimed gerade da. Ja. Vier Minuten. Auf mein Zeichen! Ich mach die Schläge ab. Was ich machen würde. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Möglich, dass ich nicht überlebe. Der Stomp ist ziemlich hart. Selbst wenn dran steht, dass er nur Niederschlag kann, leider kann er das mit so ziemlich allem, was er tut. Link und sicher. Das hat doch noch schöner. Maximales Adrenalin. Kann leider gerade nichts dagegen tun. Wechsel auf Bow zu 10 etwas. Auf mein Zeichen. Sollte gut. Wow. Nicht schlecht. Mit einem Stomp. So, Taco, du stehst gleich wieder. Ah, sehr gut, ich auch. Das hält aber jetzt nur vorübergehend, das heißt, wir müssen ihn schnell töten bzw. uns in Sicherheit bringen. Okay, er hat mich hier aufgehauen. Also, ich komme wieder zur Wege. Fürchtet mich! Aber da falle ich nicht gleich um, das passt, oder? Eieiei. Tod pirscht sich auf mein Zeichen! Oh, ja, genau. Ah, der will mich tot sehen. Aber hier ist ja gleich den Weg, Mann. Das fühlt sich besser an. Na komm. Erfrischend. Ich fühle mich beliebt. Zeichen. Ja, sehr schön. Also, den ersten Boss haben wir schon down. Ach, das war ein Boss. Ja, es war ein Champion auf jeden Fall. Ja, ich
Ich habe leichte bekommen, also. Genau, wir sollten dann. Ja, wir müssen die Särge gar nicht weitermachen. Mhm. Bin einfach weiter durch. Und diese blauen Haufen, oh, ja. Vorsicht, ich versuche die Falle zu deaktivieren. Ganz schnell. Dann können wir richtig gegen die kämpfen. Okay, Falle ist entschärft. Den Mönch zuerst, ganz wichtig. Ja. War auch ein Power, etwas eins oder so. Ich bin übrigens auf Schaden umgestiegen. Wenn ihr CC wieder haben wollt, Bescheid sagen. Das Männchen steht da hinten jetzt total bescheuert. Adrenalin steigt an! Ja, aber die Magier dann hat gerade Gefallen an mir gefunden. Ja. Die Männchen jetzt auch hier. Schneller! Ich vier mal beide durch die Gegend, dann haben wir ein ganz kleines bisschen Duel vor der Magierin. Okay, sie kommt wieder. Das ist gut, da kann ich mich hochhalten. Gut, bin ich down? Okay, sehr gut. Ach, verdammt, ich bin schnell rausgekommen. Block der Angriff, bleibt hinter mir. Okay. Adrenalin wird aufgebaut. Was? Fürchtet mich, auf mein Zeichen! Danke. Der Tod pirscht sich heran. Hey. Alles klar. Ich bin schnell wie der Wind. Passt alles? Soweit alles, ja. Okay? Gut. Also solltest du wieder auf CC wieder umsteigen. Ich? Mhm. Naja, ich hab jetzt halt Verkrüppeln drin, aber gut, mach ich. Ich mach halt dann halt keinen Schaden. Ja, aber dadurch machen wir halt alle sehr viel mehr Schaden und die Gegner kriegen lauter Debuffs. Oh, das sind etwas viele. Genau. Deswegen sollte ich wieder auf CC umsteigen. Ich bin der schwerste Part. Ja, weil du hier halt sehr wenig Platz zum Gleiten hast. Dann mach ich viel mit Blitz und. Bewahrt mich vor Schaden! Auf mein Zeichen! Ah, nein! Das ist irgendeine Kugel. Ich bin wütend! Das gibt's ja gar nicht. Oh, Leute, jetzt kann ich nichts mehr machen. Hahaha. Das war ja cool, Michi. Aber jetzt stehen sie fast im Stich. Auf mein Zeichen! Nein, höllischen Schaden. Wahnsinn. Der Tod pirscht sich heran. Stell dir vor, wie das aussah, als ich in der Gruppe der einzige Medi war. Bist du jetzt, glaube ich, mal da? Nee. Ah, Mist. Auch rein. Ah, so ein Resettet. Ja. Flink und sicher. Und Ridlock könnten wir vielleicht auch mal wieder aufsuchen. Wir sollten schauen, dass Dirk hier erstmal ein paar Türme aufstellt und dann müssen wir schauen, dass ah, wir... Ridlock ist anderer Meinung. Okay. Ah. Ridlock ist auf ein Schaf, den gibt's. Fürchtet mich. Keine Planung. Oder das ist böse zu meinen. Schatzi, du stehst gleich wieder. Möglich, dass ich nicht überlebe. Das ist ja der Wahnsinn. Der Krieger hat einen Narren an mir gefressen. Dürft ihr wieder nicht zu weit. Das gibt's nicht. Auf mein Zeichen! Wir müssen halt schauen, dass wir einen einzigen killen. Ja, nee, das Problem ist, dass die Mönchin, glaube ich, irgendwie AOE hat oder so. In Adrenalin durchströmt mich. Die Waffen kann ich euch auch so, ich hab eine Waffe hinter mir. Sehr gut.
Also links neben uns stehen gleich zwei Waldläufer, ein Krieger. Die Waldläufer zuerst, ist ganz wichtig. Ja, die machen diesen Sperrfeuer doch, oder? Die werfen Fallen, wenn man das so sagen darf. Soll ich pullen? Nee. Einer der Krieger am besten. Ich kann ohne Probleme pullen und meine... Wir beide, also können auch. Schild hoch. Ich pull mit Bogen halt. Ich hätte den jetzt einfach mal in die Illusion angekommen. Pull ihn bei! Aua. Ich hab dich halt schon wieder lieb. Ich bin auch durch irgendeine Falle. Genau, die Waldläufer verwerfen die. Ich war plötzlich da, im Lieb hat die mich erwischt. Möglich, dass ich nicht überlebe. Oh, der prügelt auch noch weiter auf mich ein. Es geht so gut, das bin ich nicht. 10 Picks. Das ist ja fies. Au. Jetzt kommt gleich eine Falle über mir. Ach, da war ja was. Nicht, ne, du? Nein. Das kann ja nicht sein. Schon mal repariert. Ah, der Tipp mit dem Reparieren kommt gerade. Wahnsinn. So viel Fail. Na geil, ich dachte eigentlich Whitlock hält ihn. Du weißt doch, dass die hier random ihr Agro switchen. Na, aber er steht direkt vor ihm und ich stand ganz hinten. Sag doch, random. Wo ist der andere Waldläufer? Ist der tot? Wir sind beide in der Ecke, wieso rennt ihr an mir vorbei? Ja. Ein Krieger in Waldläufer, wo ist der andere Waldläufer? Er ist doch egal. Nicht hier. Mach den Krieger platt. Der steht halt gerade blöderweise vor uns. Macht und Ruhe! Bewegt sich da auch nicht mehr weg. Auf mein Zeichen! Das ist erfrischend. Ja, dass du mich jetzt lieb hast, habe ich mir fast gedacht. Ich heal dich gegen dich. Das klappt schon. Hey, das klappt wirklich. Ich spüre den Adrenalinstoß. Ich hätte das funktioniert. Das war nicht Kraft. Ich hau ihn weg. Starr! Er ist in der Wand. Auf ihn. Er kann sich nicht mehr. Und dann alle drauf, wie in der Schule. So. Ah, wieso mach ich das? Oh, jetzt haben wir noch einen Waldläufer dahin. Warte mal, bis mein Gift ausgeteilt ist. Soll ich diesmal pullen? Ja, nee, das Tipp ist. Tipp für alle Krieger, wenn ihr eine Kampfstandarte habt, also einfach, oder generell, wenn ihr irgendwie sowas habt, einfach Zirkumflex drücken und dann ist die sofort gespawnt. Dann musst du nicht den 5-Skill drücken. Also ich wäre dafür, ich pulle, weil wenn wir Glück haben, prügelt er direkt auf meine Illusion ein. Na gut, wenn du meinst, dann pullen sie. Ja, doch mal. Siehst du? Dann prügelt erstmal auf meine Illusion ein, zumindest 2 Sekunden lang. Die ist hier lieber. Ich weiß, aber es hat gefolgt. 2 Sekunden lang. Ich hab mir nie gesagt, dass es lange ist. Und er ist direkt verkrüppelt worden. Als meine Illusion explodiert ist. Überall diese Fallen. Oh! Ins Gesicht getreten. Wieso liegst du da eigentlich unter so tot rum, Schatz? Ich verblute. Ach, na so, dann. Jetzt kommt der fiese Teil. Oh nein, das war da. Ich brauche einen Kurzbogen. Hat wer einen Kurzbogen dabei, den er mir schnell schicken kann, dann ist es gar kein Problem. Ah. Ganz kurz. Ah, warte mal. Ich kenne da was anderes. Nee, mich hat das ein Fall. Du musst, doch, ja. Und jetzt, sobald er den Hebel deaktiviert, deaktiviert den Hebel. Sehr gut, wir müssen sie killen. Los. Das war das letzte Mal das Problem. Wir hatten keine Kriege. Mit dem Kurzbogen hätte ich das auch gemacht. Dann wäre ich einfach schnell drüber geschossen. Ihr kennt den Skill ja alle. Mit meinem Fünfer kann ich mich mit meinem Bogenschuss neu positionieren. Link und sicher. Sie hat mich im Visier.
Ah, ich stehe vor ihm mit dem Schild. Aber das interessiert sich nicht. Ich hab mich drüber geschießt. Fürchtet mich! Hier? Da vorne gibt's einmal was. Schneller! Verwechselt, blind gemacht. Dürfte erstmal nichts. Ja, die schießen hier durchschießen. Kaku, du sollst auch mal zu uns hinterkommen, ich mache hier auch die ganze Zeit, wenn es geht, in der Rauchwolke. Wenn wir da durchschießen, ist sie auch ständig blind. Das ist sehr gut. Mach da, du da die Rauchwolke und ich da Feuer. Adrenalin wird aufgebaut. Ich erzähl sie noch. Gut. Auf mein Zeichen! Jetzt hat sie mich erwischt. Ach, jetzt! Das fühlt sich besser an. Wieder Mini. Ablösung, richtig Geld. Oh, okay, du kannst. So. Also, gehe ich eigentlich so nah ran, meine Rachel noch, wenn du mal hilfst, um also noch weiter wegzugehen? Jawoll. Das Adrenalin. Sehr schön.